Hola CNC-Experten, der Kai von der Industriearena hier und wir dürfen zu Gast sein bei SolidCAM, einer der führenden CAM-Komplettlösungsunternehmen und der liebe Michael Lediski gibt uns eine kurze Einführung. Schön, dass wir hier sein dürfen und ich würde direkt mit der ersten Frage starten, nämlich es gibt viele Trends am Markt und wie fügen sich eure Innovationen mittlerweile in die Branchentrends ein? Na Kai, erstmal herzlich willkommen bei uns am Stand. Danke. Freut mich, dass ihr alle dabei seid. Was wir natürlich merken am Markt, ist, dass Bauteile immer komplexer werden. Zum Beispiel in dem Fall haben wir ein Verdichtergehäuse für den Turbolader. Und wenn man jetzt einmal hinten reinschaut, wir haben da ziemlich tiefe Kavitäten, wir müssen sehr viel simultan fräsen. Wir machen das Ganze live auf einer CTX Beta für 50 TC. Und man merkt halt, dass Bauteile komplexer werden. Nicht nur solche Teile, auch kleinere Bauteile, insbesondere auch im Langdrehbereich, wo ich sage, wir als Softwareanbieter müssen Lösungen bieten, damit draußen leicht ans Ziel gekommen werden kann. Und das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, schon immer bei SolidCAM. Einfache Lösungen für Probleme, die draußen am Markt wirklich bestehen. Ja, und ich glaube, das ist auch eines der wichtigsten Attribute, die man hier auf jeden Fall feststellen kann. Einfache Lösungen, vor allem effiziente Lösungen. Also ich habe eben gesehen, führend sind jetzt neue Innovationen. Miltern habe ich da als Stichwort auf jeden Fall nochmal einbringen wollen. Und was jetzt ja noch ein großes Thema ist, neben Software, Additive Manufacturing. Und würde ich da gerne nochmal fragen, was hat es da mit auf sich? Gibt es da neue Wege, die ihr gehen wollt? Natürlich, SolidCAM natürlich auf der einen Seite Softwarehersteller, andererseits haben wir sehr früh erkannt, dass wir den additiven Bereich für uns auch erschließen müssen. Das heißt, wir sind im Metalldruck ansässig und auch im Kompositdruck mit Endlosfasern. Ich würde euch mal mitnehmen zu uns zum Additivbereich. Einfach mal kurz mitkommen. Dann gehen wir mal ein Stück. Danke, danke dir. So, also wir sind hier jetzt im Bereich der additiven Fertigung. Eine der Neuentwicklungen dann auch oder ein neuer Bereich von der SolidCAM als Ergänzung dann auch für den Bereich, wie kann ich Bauteile auch noch einmal alternativ herstellen und dann aber im Anschluss diese gedruckten Bauteile mechanisch bearbeiten. Mhm. Darum auch das, warum die SolidCAM als CAM-Softwarehersteller dann auch den Bereich der additiven Fertigung mit reingenommen hat. Unser Motto sieht man da hier oben auch auf dieser großen Leinwand mit dem CNC meets Additive. Das heißt, wir wollen dann auch dort den additiven Bereich mit der mechanischen Bearbeitung kombinieren, weil immer wieder werden wir auch gefragt von unseren Kunden, wenn ich jetzt ein Fräszentrum habe, was mache ich mit dem Fräszentrum? Mhm. Wenn ich jetzt in den Bereich Additiv reingehe, muss ich dann vielleicht dieses, brauche ich das gar nicht mehr? Oder das ist was ja die Befürchtung. Immer. Ja, und das ist dann wirklich so eine Befürchtung. Und wir sagen aber dann, nein, behalten, solange als möglich. Ja, es wird auch tatsächlich für die Zukunft benötigt werden, weil mechanische oder 3D gedruckte Metallbauteile müssen im Anschluss mechanisch bearbeitet werden. Das heißt, das Ziel ist es nicht, das eine gegen das andere auszuschließen, sondern vielmehr, dass man sich die Hand reicht. Genau, und zu integrieren dann auch. Ja. Und so sehen wir uns auch als zwischen den beiden Welten dann additive Fertigung, mechanische Bearbeitung. Ja, super spannend. Und da haben wir nur unterschiedliche Drucker dann auch bei uns. Also einmal so ein spezieller Drucker von der Firma Desktop Metal, ein Studiosystem, das, so wie es der Name schon sagt, auch wirklich im Bereich der Office-Anwendungen dann platziert wäre für Prototypenbau, für Kleinstserien. Mhm. Der arbeitet ähnlich einem FDM-Drucker, allerdings kann ich dort Metallgrünlinge dann herstellen, okay, die werden im Anschluss gesintert. Auf der anderen Seite haben wir dann auch, wenn man jetzt so Bauteile wie das hier nimmt, die sind dann im typischen Binder-Jetting-System auch hergestellt. Das ist so ein Verfahren, wo dann Pulver mit einer Korngröße von 25 µ lagenweise aufgebaut wird. Und ich kann dort eben sehr filigrane Konturen auch fertigen, die ich jetzt so ohne weiteres nicht fräsen kann. Ah, krass. Ja, und aber dann, um unsere Kunden in der Richtung komplett abzuholen, wir sind nicht nur diejenigen Weichen, die ja das Bauteil dann als Metallbauteil herstellen, sondern es ist ja immer so ein bisschen auch, wo dann die Kunden die Frage haben, wie kann ich es denn überhaupt in Vorrichtungen aufnehmen? Ja. Und auch da haben wir was. Das ist dann sowas wie das hier, wo wir dann ganz neu einen Kunststoffdrucker haben, mit
Endlosfasern aus Carbon. Die werden dann in ein Kunststoffbauteil in den Kunststoff mit eingelegt. Also sprich, sowas wie das hier, wo also dann Endlosfasern drin liegen, ja, und dann mit einem entsprechend auch mit dem Kunststoff ummantelt werden. Okay. Das ist ideal, schlussendlich, um Vorrichtungen herzustellen. Vorrichtungen, Greifer in der Richtung, ja. Das heißt, ich muss nicht mehr nur die Vorrichtung aus Alu fräsen, sondern ich kann den Datensatz, wo ich dann das Bauteil im 3D-Druck beispielsweise herstelle, auch weiterhin verwenden, um mir die Vorrichtung als Gegenstück dann zu machen. Okay. Deutlich günstiger, deutlich schneller. Ja, und ich glaube, darum geht es ja anscheinend auch bei SolidCAM, einfache Lösungen zu finden, sich die Hand zu reichen, effizient zu arbeiten und super spannend zu sehen, in welche Bereiche man hier reingeht. Also nachdem man als CAM-Komplettlösung jetzt auch ins Additive geht, würde ich sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Einblick, für diese Varietät und ja, wünsche auf jeden Fall noch ganz viel Erfolg. Dankeschön. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.